Ladies and Gentlemen, ein herzliches Willkommen. Heute ist der 9. Tag. Und was heißt das? Heute könnten höchstwahrscheinlich die Babys das erste Mal die Augen offen haben. Aber wir haben ja, wie gesagt, eine Mittelrasse, rheinische Schecke. Deutsche Riesenschecke hat ja immer die Augen auf ab dem 9. Tag. Das müssen wir heute überprüfen, ob die rheinische Schecke auch am 9. Tag die Augen offen hat. Ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall sind sie heute wieder ein bisschen größer geworden. Wer das letzte Video verpasst hat, das wird hier oben nochmal angezeigt. Könnt ihr gerne nochmal anschauen. Auch die Playlist wird gezeigt. Playlist heißt, dass ihr alle Videos von der Trixie und den Babys anschauen könnt. Auch vom Zulassen und von der Geburt, was die Nachtsichtkamera hier oben aufgezeichnet hat. Ja, das Nest ist gar nicht mehr so groß. Das ist irgendwie ganz schön platt gedrückt. Die werden sich hier in der Ecke hinten befinden. Ziemlich weit unten bei dem untersten Brett. Ich denke mal auch, die Trixie wird hier immer irgendwie drauf gehen. Ja. Bin ich mal gespannt. Oh, ich glaube, dort sind sie schon, hä? Ist ja so dunkel. Heute ist es auch ziemlich warm. Ist gar nicht mehr so kalt, aber die Nächte werden halt kalt. Ja, Trixie, schauen wir gemeinsam wieder nach? Klar, oder? Ja, genau dort. So. Oh. Was ist denn hier los? Ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat. Das Kleine hat gerade ein Geräusch gemacht. Warte mal. Und Augen? Nee. Nee, oder? Ey, wackel doch nie. Trixie. Ich will mal gucken. Trixie. Ja, die Trixie ist ganz lieb. Die beißt nicht. So, ich zu mir schnell die Einweghandschuhe anziehen. Tja, Trixie, du musst mal bitte hier weggehen. Ich will jetzt dorthin. Hallo. Komm, der kleine Racker, der ist schon ganz neugierig. So, ich mache jetzt mal auf hier die Luke. Och nee, ist das genial. Hä? Wo sind denn die anderen? Trixie, kannst du mal bitte rübergehen? Ich muss die anderen mal suchen. Och, ich hab grad gedacht, die beißt mich. Sag mal, bist du alleine hier vorne? Wo sind die anderen? Sag mal. Guck mal, was machst du denn? Oh. Also, guck mal, deine beiden Geschwister, die sind hier. Du, guck mal, hier. Da, genau. Ach Mensch. Wo warst denn du? Und haben sie Augen auf? Ich glaube nicht. Aber guck mal, wie aktiv die werden. Das Gescheckte, das wollen wir auf jeden Fall mal sehen. Ja, sieht man jetzt gerade nicht so schön. Hat sie versteckt. Aber, seht das? Ganz in der Ecke verkrochen. Da kann nichts passieren. Aber guck mal hier. Oh, muss ich mal meine Hand hier hinhalten, dass was passiert. Oh, da juckt's. Da juckt's am Popo. Ach, niedlich. Guck mal hier, die kleine helle Nase. Oh. Die Trixie kommt jetzt gar nicht mehr hierher. Die guckt von Weitem zu. Ach, schön, oder? Oh, streicheln mit den Finger. Guck mal, da ist Trixie, da sind die Babys. Ganz schön großer Unterschied, oder? Aber wie schnell die ranwachsen, ey, das ist so hammermäßig. Trixie, komm mal gucken. So, jetzt muss ich mal Hand davor machen.
Nicht, dass die Babys jetzt zeugen wollen. Ich wusste es. Hat er gerade gesehen? Hat er leicht das Auge aufgehabt? Das Bild war gerade ein bisschen... Doch! Doch! Der hat das Auge offen gehabt, aber nur zur Hälfte. Das Bild war gerade ein bisschen... Doch! Doch! Am 9. Tag haben sie leicht die Augen schon offen. Aber wahrscheinlich blendet das Licht gerade und das stört. Habt ihr das gesehen? Ja, kannst du stolz auf deine kleinen drei Babys sein hier. Jetzt haben sie sich verkrochen. Cool. So, auf jeden Fall machen wir das schöne Fell hier, was hier ist. Das machen wir oben drauf, damit das ein bisschen wärmer ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Nächte jetzt werden, aber kalt auf jeden Fall. Der Winter steht kurz bevor. Wir haben jetzt Mitte November. Ich mache jetzt mal ein bisschen mehr hier drauf. So, die werden sich kümmern. Oh, hier war gerade ein Nachtfalter. Guten Tag, Nachtfalter. So, dann ruhe dich aus. Wir schauen dann morgen wieder weiter. Auf jeden Fall haben sie da wahrscheinlich ganz die Augen auf. Hier ist die erste Nachtszene. Leider war die Kamera ein bisschen zu spät. Die Babys sind schon fertig mit Zeugen. Die Trixi, die putzt sich jetzt, wie man sieht. Und die Babys werden sich jetzt im Nest verkriechen. Hier haben wir noch eine Szene an diesem Tag. 3.42 Uhr nachts, 15 Grad im Stall. Die Trixi hat hier das Nest ein bisschen zugeschoben. So, der nächste Tag. Gerade eben ist hier ein Baby rausgeklettert und ich kann euch sagen, es hat die Augen offen gehabt. Es hat sogar hier runter geschaut. Krass! Das ist ja unfassbar. Ja, das Heu haben wir schon reingemacht. Irgendwie hat sie das irgendwie wieder hier durch die Kante gehauen. Sonst stellen wir das immer hier hinten in die Ecke rein. Das werde ich dann nochmal ändern. Genial. Das kam alleine raus, ja. Cool. Trixi, meine Süße, hä? Ja, renn weg. Ui, was hast du denn heute bekommen? Das kenne ich doch. Das ist Weide. Sehr gesund. Ja, die sollen ja auch an Äste knabbern und alles. Weide fressen sie eigentlich komplett auf. Außer es ist ein richtiger Stiel dran. Das fressen die dann nicht, dann essen sie nur die Rinde ab. Und das Holz bleibt dann drinnen liegen. Nächsten Tag wird das dann weggeschmissen. Hallo. Wir gucken dann gleich nach. Ihr braucht euch nie verstecken. Ja, ich bin schon gespannt, was die Nachtsichtkamera aufgezeichnet hat. Letzte Nacht. Habt ihr ja gesehen. Gab es zwei Szenen. Mal gucken, ob sie letzte Nacht... Ob da die Babys draußen waren. Bin gespannt. Sehen wir dann vielleicht nach dem Video. Neugierig, hä? Ja, es regnet gerade. Also es nieselt eher gesagt. Ja, ich habe nämlich gerade Kapuze auf. So, ich werde jetzt, sagen wir, zum letzten Mal Einweghandschuhe anziehen. Das sind ja dann fast gar keine ganz kleinen Babys mehr. Jetzt haben sie schon die Augen offen. Die rennen am liebsten alleine schon weg. Hab's beobachtet erst. Ja,
Das schauen wir mal nach. 12 Sekunden später. Los geht's. Na, wer guckt denn dort heraus? Trixi, geh mal weg. Ach nee. Heute haben sie die Augen offen. Das wird aber wahrscheinlich jetzt blenden. Deswegen haben sie die wahrscheinlich dann wieder zu. Sieht man das? Das ist schwer zu erkennen. Wo ist denn das andere Baby? Och, bist du ein Süßer. Da, seht das? Auge auf. Ne, du. Ja, versteck dich. Wo sind andere? Och, die sind so niedlich aus. Schön gescheckt. Guck mal hier, die vergraben sich schon. Weil die sehen ja jetzt Licht und alles. Und ich weiß jetzt gar nicht, wann genau die Kaninchen hören. Das könnte wahrscheinlich der gleiche Tag sein, wo sie die Augen öffnen. Das müsst ihr selber mal im Internet recherchieren, was da so drin steht. Da kenne ich mich leider nicht so aus mit dem Gehör. Mensch, versteckt euch doch nicht. Komm, wir wollen euch mal sehen. Die drei Kleinen. Ja? Hm? Ja. Guck mal, sind die Babys. Hä? So, machen wir wieder zu. Also, die Babys haben die Augen offen. So. Könnt euch selber eine Bude bauen. Hier liegt genug drinne. Sagen wir, ja, Tag 10 haben sie komplett die Augen offen. Jetzt haben sie gerade zugemacht, weil, wie gesagt, ich habe Licht an und das blendet ja. Da macht man ja automatisch eigentlich die Augen zu. Ja. Tja, morgen dann Tag 11. Ich hoffe, ihr seid alle wieder mit dabei im nächsten Video. Wenn das Video euch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall freuen für eine gute Bewertung. Ja, wieder schauen, reingehauen.